So, Leute, hier ist wieder Cliff mit dem zweiten Part. Ich bin immer noch im Kampf gegen mein hoffentlich zweites Team-Pokémon, Glutexo. So, oh, das hackt aber ganz schön, wenn ich mich nicht täusche hier. Oh nein, hat sich ausgebrochen, würde ich schon sagen. Kratzer setzt es ein. Ich habe genug Pokébälle. Es ist mir egal, wie viel Pokébälle dieses Vieh braucht. Ich will es haben. Glutexo ist einfach nur der Hammer. Oh Mann, scheiß Glutexo. Primärball war schon wirklich nicht schlecht. Wenn es noch ein, zweimal Heuler einsetzen würde, würde mir schon sehr weiterhelfen, weil dann könnte ich nochmal Kratzer einsetzen. Aber so muss ich einfach stupide Pokebälle werfen. Es bringt nichts. Oh. Glut. Oder es würde mich verbrennen? Das macht es auch nicht. Ich muss natürlich auch wieder die Pokémon, die KP im Auge behalten. Oh mein Gott, ich habe es gefangen. Ich habe es gefangen. So, ich weiß jetzt leider noch nicht, wie ich es benennen sollte. Geil. Ein Glutexo als zweites Pokémon. So, ich werde diesem einen Nickname geben. Tja, leider, ich weiß wirklich nicht. Wie nenne ich das Vieh? Wie nenne ich es? Entschuldigung, falls gleich mal gerade eine kurze Unterbrechung war, aber es hat sich ein Hintergrundprogramm geöffnet. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie soll ich das Vieh nennen? Ich überlege, ob ich gerade noch. Ja gut. Ich nenne es einfach wie mein Tentoxa in der Saphir Nuzlocke Challenge. Ich hoffe, er ist damit einverstanden. Ist zum Glück auch männlich. Ich krieg schon eine Macke. Ich habe ein Glutexo als zweites Pokémon. So. Hat auch nicht allzu viel Pokémon. Hat das eigentlich ein Item irgendwie? Das wäre natürlich auch Knaller. Ne. Leider nicht. Ist das geil. Ich werde auch offscreen trainieren, aber keine Angst, ich werde hier nicht irgendwie bescheißen, da habe ich gar keine Lust drauf. Auch ich habe auch keine Lust, die Trainingskämpfe aufzunehmen. Aber vertraut mir, wenn ich euch sage, ich werde da bestimmt nicht bescheißen. Weil, wenn es um sowas geht, dann bescheiße ich nicht. So, ich werde dann hier oben jetzt ein wenig trainieren und damit gehe ich erstmal offscreen. Bis gleich. So, Leute, hier ist wieder Cliff. Und ich habe ein wenig trainiert, war auch nicht sehr viel. Mein Glutexo hätte es fast entschärft, aber naja, komm. Ist egal, ich habe beide auf Level 8 trainiert und mich gerade mächtig geärgert, weil mir einfach mal auf Level 4 ein wildes Wailord begegnet ist und ein wildes Metagross auf Level 3. Wenn ich mich nicht täusche, okay, Route 102, das heißt, eine neue Route ist da. Neue Route, neues Pokémon. Dann gucken wir mal, was es hier so gibt. Oh, ich bitte euch. Oh Mann. Das kann doch nicht sein. Kann das Vieh eigentlich heulen? Ich hoffe doch. Es gibt die Möglichkeit auf 386 Pokémon. Und was kommt? Ratfratz. Hallo? Gucken wir doch gleich mal hier Pokéball werfen. Ich glaube, dass ich es mit einem Mal besiegen würde. Kleines weibliches Radfratz. Ja, die Fangquote ist sehr hoch, wollte ich sagen, aber. Ja, komm. Ja, ein Crit, Alter, reißt sich zusammen, Radfratz. So kommst du mir nicht ins Team. Na gut, ich weiß nicht, ob ich das Vieh überhaupt im Team haben will. Aber besser als nichts. Weiß nicht. Ich habe auch schon mal ein Pokémon Let's Play mit einem One, sag ich schon, nur mit einem Radfratz gesehen. Der hat das nur mit dem Radfratz die Pokéliga gemacht. So, und schon nochmal. Radfratz, 7,7 Kilo. Was ist das für eine Mörderratte?
Und ich weiß schon, wie ich die Ratte nennen werde. Ja, ihr werdet sicherlich euch denken können, aus welchem Film. Es gibt kein es gibt kein... Okay. Und ich passe das hin. Ja, aus dem Film Harry Potter. Nach der Ratte werde ich es benennen. Ist zwar männlich eigentlich, aber was soll's. So, und schon nochmal ein Teamfüller. Vielleicht sogar mal ein Opfer. Die Pokémon fangen. Die sind doch alles... Ist doch alles voller Trainer. So. Fury. Nach vorne. Ich wäre wirklich für ein Wasser oder... Oh, Fury ist ganz schön geschwächt, habe ich gerade gesehen. Na, dann werden wir doch Semni kämpfen lassen, damit ich hier nicht nochmal zurückrennen muss. Wisst ihr, was haben die eigentlich? Place for Heat Transfer. Ah, Rückstoßschaden macht er, glaube ich. Und dann müsste Radfratz müsste eigentlich Adrenalin haben, glaube ich. Oder vielleicht hat es sogar Mitnahme? Ich habe keine Ahnung. Oh, Angsthase. Okay. Okay, Radfratz, du bist wirklich ein bisschen scheiße. Kämpfen mal gegen diesen lustigen Trainer hier. Ich kann doch nein sagen, aber ich möchte wirklich gegen dich kämpfen. Unser zweiter Trainer im Let's Play. Das ist der Teenager. Oh, Youngster Calvin. Calvin Figur. Ja, huhuhu. Hm. Aber wenn ich mich nicht täusche, hat meine am Anfang die Regel hat sowieso nichts gebracht, dass ich erst Pokémon fangen kann, wenn, ich Pokebälle habe, weil ich glaube, ich habe nur im ersten Gebiet was gesehen. Und da hat man hat Semni natürlich das Vieh gewonnen-hittet. Käfersammler, okay. Wenn wir uns das doch nochmal anders überlegen. Ach, scheiße, ich muss ja gleich mit Heiko seinen Pokémon fangen. Nicht, dass der hier auch was anderes fängt, was ich aber nicht glaube. So. Oh, also irgendwas haben wir doch. Ja, Käfer-Pokémon. Yay! Rick. Ja, Wompel. Wompel, wie kann ich das bloß besiegen mit meinem Fury of Level 8? Super effective. Yeah, Rick. Noch ein Wompel. Oh mein Gott. Ah, da wird mal der lustige Trainer im Blütenburgwald sicher noch auf die Nerven gehen. Mit seinen 6 Wompel, aber ich habe hallo, ich guck mal, was ich habe. Ich habe ein Glutexo. Glutexo auf Level 3 ist eh schon so episch. Also ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Na gut, es ist Pokémon, warum sollte ich das auch nicht lieben? Da ist ja noch das Item, ich weiß nicht. Oh nein, was hätte ich denn auffangen können außer ein Radfratz? Ein Stahler, ich krieg hier eine Macke. Das kotzt mich schon ein bisschen an. Muss ich ernsthaft mal sagen. Vor dem Vieh muss ich aber mal flüchten. Weil ich nicht weiß, was es kann. Nicht nur 16 KP, aber hier ist noch ein Trainer. Genau. Und rennen kann ich. Gab es hier eigentlich noch ein Item? Nein. Nur Bären. Oh fuck, Alter, was sind denn das? Ach, Pürsif-Bären müssten das sein. Vergiftung? Und das könnten Sinelbären sein. Oranmerken. Ja doch. Oh, ich wollte die haben. So. So. Also, ja. Hier ist noch der Trainer, den muss ich im nächsten Part besiegen. Ach, ich besiege die alle jetzt. Was ich einmal besiegt habe. Ich werde Semmer trotzdem nach vorne setzen. Na gut, die werden eh nur Zickzacks und Pfiffchen und so einen Quatsch haben. Aber. Ja, mein Glutex will ich nicht opfern. Das ist einfach goldig. Goldig. Youngster Alan. Alan Harper. Zigzagoon. An die englischen Namen muss ich mich auch noch gewöhnen. Mal gucken, ob ich mit den Attacken zurechtkomme. Steinwurf ist schon mal sehr schwer zu merken. One-Hit. Was anderes hätte ich von Semi auch gar nicht erwartet. Hm, was ist das? Egal. Aber nicht nur Torzio oder so ein Quark, oder? Okay. Albini, das kleine Drecksvieh. Aber ich habe gerade, ist mir gerade eingefallen, das Radfratz kann man gut zum Schwächen der Pokémon nehmen, weil das Radfratz ist nicht gerade das stärkste Vieh. Flail? Das
Es könnte Dreschflegel sein. Naja, werde ich sehen. Werde ich sehen. 5 Minuten habe ich noch. Dann werde ich wohl mein nächstes Pokémon wirklich erst im nächsten Part fangen. So, die Göre nehmen wir noch mit. Ja, du bist die Beste werden. Zickzacks. Wenn ihr die Besten werden wollt, wieso habt ihr Zickzacks? Oder Zickzagoon. Ah, ich habe jetzt nicht geguckt, was das für eine Attacke sein könnte. Es müsste aber Dreschflegel sein. Tipp ich mal. Schrumisch. Das hört sich übelst nach Pilz an. Ist jetzt einfach. Wieso hat ein. Ach, jetzt habe ich hier mit voller KP gefangen. Stimmt. Das könnte ein Samurzu sein. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es ist ein Knilz. Okay. Schrumisch. Schrumisch. Schade, dass wir dieses Pokémon nicht im Blütenbockwald fangen werden. Tippe ich mal. Die Chance ist einfach ein wenig gering. Mit 1 zu 386. Und dann müsste ich natürlich auch noch fangen. Ich werde, sage ich mal, Ratata. Werde ich ein bisschen auf 5 bis 7 trainieren. Und dann werde ich mal gucken. Hier unten war noch was Schönes. Stahl. Ich krieg eine Macke. Ey, das. In dem anderen Gras hätte ich mich auch einen Arsch beißen können, wo es Lutexo gab. Metagross kam mir entgegen. Was haben wir hier? Palim, Palim. Okay, da bin ich nicht traurig. Da nehme ich auch gerne Radfratz. Palim, Palim finde ich jetzt nicht so berauschend. Aber oh, schon wieder nicht geguckt. Egal. Rap und Rap. It's not very. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ist denn irgendwas Rap? Kann das viel Wickel? Bitte was? War Klammergriff oder so ein Quark? Oh, yeah. Ich weiß jetzt nicht, ob die ja immer zufällig kommen oder ob auch. Ich glaube. So wie ja, 12:19. Ich weiß nicht, ob ich schon zurück kann. Mist, Mist, ich kann noch nicht in die nächste Stadt. Hey. Ja, Mist, ich muss tatsächlich in die Arena. Verdammte Axt. So, dann werden wir mal in die Arena gehen und gucken, was es hier so gibt. Hey, Papi ist da. Ja. Hey, Dad, was geht ab? Mit seiner mega harten Elvis-Tolle da. Das ist wirklich der Hammer. Jetzt kommt Heike. Wally. Der Typ heißt Wally. Das ist natürlich sehr geil. Oh. Wally. Oh, hier. Bitte, du hast einen Zickzack erhalten. Freu dich. Also, ich würde mich da nicht freuen, Heiko. Aber du hast anscheinend keine Ansprüche. So, ich lasse dir mal ein bisschen schneller laufen mit der Vorspultaste. So, dann hier fangen wir. Ja, klar. Ab ins Hochgras. Heiko, du kleiner Idiot. Hier, yeah, Drossner. Ich glaube, das hackt gerade mächtig. Ja, es geht. Ja, schwäch es. Mit einmal Tackle, oder ist das. Ne, ist das nur einmal Tackle ein, oder? Roll. Zickzacks Level 7. Oh, mein Vater hat wirklich starke Pokémon. Was jetzt nochmal? Ach, komm hier. Alter. Was ist denn das für ein Scheißkampf? Das hatte nicht. Ach, da ging die Attacke auch noch daneben. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Oh, Heiko, Alter, mach Lack. Ich spule das jetzt wieder ein bisschen vor, weil eh Heiko da aus dem Arsch kommt. Ich will das heute noch in diesem Part drin haben. So, Heiko hat es geschafft. Super. Ralz, Wally fangen. Männlich ist natürlich, wie auch im letzten Let's Play. So, mein Vater freut sich. So, okay, so. Tschüss, Papi. Ja, du bist ein Arenaleiter. So, Leute. Dann werde ich hier erstmal Schluss machen und wir sehen uns einfach mal im nächsten Part wieder. Ich freue mich auf euch. Ciao.